sagt einmal Sulamin, sind in jedem Tempel dieser Stadt solche merkwürdigen Alkoven angebracht, die fremdartige Wesen zeigen? Nun, diese Stadt ist alt. Die Tempel inbegriffen. Ja, ich denke, ihr werdet in den meisten Tempeln noch Spuren älterer Kulte finden. Es ist nicht leicht, eine neue Religion durchzusetzen, wenn ihr euch mal mit dem Missionsgedanken beschäftigt habt. Wenn man den Menschen gleich alles nimmt, was sie gewohnt sind und was schon alle ihre Vorfahren angebetet haben, dann leisten sie Widerstand. Deswegen wurden häufig ältere Götter in das neue Götterbild integriert. Und ihr seht ja, dass Rondra hier klar der Vorzug gegeben wird. Aber nun ja, die älteren Kriegsgötter werden eben noch einmal aufgerufen. Damit die Leute sich langsam daran gewöhnen. Ihr meint, 1000 Götterläufer würden nicht ausreichen? Oh, inzwischen sind sie sicher, ist Rondra mehr als etabliert. Aber warum sollte man deswegen den Tempel einreißen? Nun, Silam Horastatis. Er zerstörte die Tempel der falschen Götter. Was passiert, wenn man es nicht tut, sehen wir ja hier in dieser Stadt. Nun, Hela Horas zerstörte Fasar. Aber... wohl nicht alle Tempel. Offensichtlich nicht gründlich genug. Auch aus anderen Gründen. Sie war wütend wegen des Todes ihres Vaters. Nun ja, auf menschlicher Ebene verständlich. Moment, Hela Horas war die Dämonenschlacht auslöste, oder? Eine von denen. Ja, das war später. Die erste, wenn ich mich nicht täusche. Die zweite. Die zweite? Oh. Und Geschichte war schon immer euer Fachgebiet. Wollen wir dann weitergehen? Ja, bitte. Während ihr weitergeht, könnt ihr froh sein, dass Siala nicht dabei war, als ihr den unterirdischen Keller Angar gefunden habt mit dem Auslöser für die zweite Dämonenschlacht. Aber das geht auch nur euch durch den Kopf, wie ihr dann damals unten wart. Iserun, Abelmir und Hafim. So geht ihr weiter über die Brücken zum nächsten, zweitgrößten Tempel, der zweitgrößten Anlage von Fex. Auch wenn er anders geschrieben wird, auch wenn er andere Aspekte vertritt, könnt ihr dann in den mächtigen Bau einziehen. Fast sieht es aus wie eine abweisende Festung, die hier errichtet worden ist, aber heute glänzt sie von Silberschmuck und poliertem Türkis. Wenn ihr das Ganze betretet, könnt ihr auch hier verschiedene Zeichnungen erkennen, Bodenmosaike, Fliese, die nicht ganz so prächtig und erhaben sind wie Rondra, aber einfach anders. Sie zeigen den Gott als Kämpfer in der Nacht, als Gegner der Echsen und als gewitzten Dieb, als Streiter für die Menschheit. Aber auch als Propheten, der aus den Sternen liest, der seinen Kindern von der Zukunft erzählt und als Schutzpatron für die Zauberei. Und während ihr den Tempel betretet, die Mosaike begutachtet, könnt ihr erkennen, wie wohl einer der Geweihten gerade einer Gruppe von Kindern von einer Geschichte erzählt. Preiset die allmächtigen Al-Venarim, die Kinder Tulams, preiset den großmächtigen Sultan, Herrn der Diamanten, Gebieter der Länder, Gefährte Balkelevats, Nachfahre von Bastrabud ibn Rashtul, den sie euch gesandt haben, zu beherrschen über Tulamidistan und euch zu behüten. So wird eine Geschichte erzählt von einem einfachen Straßenjungen, der durch die Straßen ging und die Kopta beobachtet. Eine alte Geschichte, weit aus den dunklen Zeiten muss sie stammen, denn seitdem sind die Koptanim vernichtet. Es geht die Geschichte, dass wohl ein Freund zu Tode ging, wie der Straßenjunge über die Häuserdächer sprang und die Sultane und die Kopta beobachtete. Wie sie wohl nicht ganz menschlich waren, sondern unter ihren Gewändern einen Schwanz trugen, der ihnen dann nach und nach von Fex genommen wurde.
eine merkwürdige und gruselige Geschichte. Und ihr seid nicht ganz sicher, was die Moral der Geschichte ist, als der Fixgeweihte dann endet. Hatte sie eine Moral? Ist sie überhaupt geeignet für Straßenkinder? Sehr seltsam das alles. Ich mag diese Stadt. Oh, die hat so schöne Geschichten. Guck mal, da vorne, das Relief, da ist Fex als Zwerg dargestellt. Mit einer... Seid ihr euch sicher? Rüstung? Moment. Aber... Ah. Das ist doch... Karaman. Was nun bitte? Ach. Karaman, kennt ihn nicht? Nein. Er ist einer der größten und wichtigsten Zwerge, Kalaman, Sohn des Kurtak. Er bestahl Pyrdakor höchst selbst. Genau. Ich wusste nicht, dass alten Tulamiden ihn angebetet haben, aber es scheint wohl so zu sein. Er war gut Freund mit diesem Fex-Heiligen. Vermutlich ist er deswegen hier abgebildet. Ah, Asaf ibn Kasim hieß er, oder? Ja, genau. Das sind Geschichten, die haben die Zwerge uns seit langem erzählt. Naja, es geht ja auch darum, einen Drachen zu bestehlen. Es ist auch ein schönes Beispiel der Freundschaft zwischen Menschen und Zwergen. Warum hat er den Drachen bestohlen? Es geht darum, um das Herz einer schönen Zwergin zu gewinnen. Agria war ihr Name. Und sie hat dies zur Aufgabe gestellt. Pyrdakor zu bestehlen. Man könnte fast meinen, sie hatte ihn nicht besonders gern. Wer hatte das schon? Oh. Ich meine nicht Pyrdakor, ich meine, naja, den Zwerg, den sie auf diese Queste geschickt hat. Nun, Das klingt doch nach einem Alvarans-Kommando, findet ihr nicht? Nun, er hatte ja seine magische Rüstung. Während ihr an der Geschichte weitergeht, könnt ihr sehen, wie genau das passiert. Die Mosaiker erzählen eine Geschichte, bis dann Boltax vor der Szene steht, wo es zum allerersten Mal zum Brudermord kam. Wo ein Zwerg ein Zwerg tötete. Auch dieses abgebildet. Ja, das ist das, was daraus resultiert ist. Oh weh, der Tag des Zorns. Erste Brudermord. Alles wegen diesem verfluchten Kronreif. Vielleicht ein Fluch vom Gottdrachen? Ja, so hat es sich herausgestellt. Und warum verehrt man dann diesen Zwerg? Nun, weil Kalman sich nach wie vor gegen den Drachen gewandt hat. Der Drache ist das Böse. Er wusste ja nicht, dass er etwas vom Drachen Verfluchtes zurück seiner Angebeteten trug. Naja. Nun, er löste doch diesen Bruderkrieg aus, nicht wahr? Es war kein Bruderkrieg. Die Geschichte ist schon etwas komplexer. Letztlich, gipfelte es im Tag des Zorns und das war wiederum der Grund, wieso Angroschs Axt hieb. Also, ihr erinnert euch, die Schlucht, durch die wir nach Xorlosch gegangen sind, überhaupt erst entstand. Nun, ich frage mich immer noch, warum man einmal einen Zwerg anbetet, der für so viel Tod und Leid zuständig war oder verursacht hat, nur wegen einem dummen Versprechen einer Frau gegenüber. Warum betet man in Havena Effa dann, obwohl er die Stadt versenkt hat? Weil er ein Gott ist? Nun, wir beten Kalman nicht an. Kalman ist eine wichtige historische Gestalt und er ist tatsächlich brillanter und wahrscheinlich auch herausragender Dieb und Zauberschmied gewesen. Ihr habt einfach nur keinen Sinn für Romantik, Abelmir. Vielleicht ist es so eine Art Erinnerung, etwas Falsches zu tun.
damit die Nachfahren nicht das Gleiche tun. Nun, immerhin ist Kalman so der Stammvater der Brillantzwerge gewissermaßen. Also eigentlich ist Koroban der Stammvater der Brillantzwerge, aber dadurch, dass Kalman diese Kette an Ereignissen ausgelöst hat, ist er ausgezogen und hat sich schließlich bei den Bailunker Bergen niedergelassen. Das war seine Strafe. Wo sind die Brillantzwerge entstanden? Meint ihr, durch Ingrams Zorn ist dieser Fluch beendet worden? Nun, denke. Doch, wissen kann ich nicht. So könnt ihr weitergehen und den Fex-Tempel erkunden. Geweihte gibt es hier zahlreich, doch sie sind gerade dabei, sich mit einigen zwielichtigen Personen zu unterhalten, Listen zu führen mit Personen, mit denen man handeln darf und mit denen man nicht handeln darf. Merkwürdig. Und dann fasst ihr ein weiteres Mosaik ins Auge, was euren Blick an sich zieht. Eine Zeichnung von zwei Brüdern, der eine schwarz, der andere weiß. Wenn ihr dem Ganzen folgt, könnt ihr erkennen, wie dort sieben Personen aufgeführt sind, stilisiert. Das Almadiner Auge, das wandelnde Bild, das kühne Tier mit dem Krötensinn, die firnglänzenden Finger, die stählerne Stirn, das geflügelte Geschoss und die Schärfe aus sieben Schalen. Ah, die kenne ich. Das sind die sieben Gezeichneten. Was sollen sie sein? Natürlich. Oh, guck mal, hier. Darstellung von dem vierten, das was er an der Hand hat. Seht ihr das? Skelettfinger? Ja. Nein, das ist ein Handschuh oder so. Genau. Genau aus wie, guckt nochmal, bei Kalapman. Das ist das Gleiche. Oder? Es ist auch in einer Reihe. Interessant. Ihr dürft gerne mal auf Baukunst würfeln. Oder mir ein anderes passendes Talent nennen. Steinschneider, klar. Ohne Schwertes. Ansonsten hätte ich auch noch Feuersteinbearbeitung. Ja, würde ich sogar auch zählen lassen. Okay, dann mache ich Feuersteinbearbeitung, dann bin ich nicht besser. Kann ich ja so Hauswirtschaft ableiten? Ja, plus 10. Sorry, ja, nur mit plus 5, weil Handwerk passt. Okay, dann gucken wir mal. Oh ja! Ihr könnt ein bisschen über die Steine streichen, die Mosaikstückchen, und euch wird nach und nach klar, dass das älter als 600 Jahre ist. Und dann vor der ersten Borberadianischen Invasion aufgestellt wurde. Und damit auch die Prophezeiung der sieben Gezeichneten älter war. Merkwürdig. Das passt zeitlich nicht. Vielleicht war es eine dieser Weissagungen. Ihr wisst schon, so wie diese... Wie hieß dieser wahnsinnige Alanfana? Nostriatamus? In der Tat. Ich hätte jetzt gedacht, dass das auf die Fasara-Orakelsprüche zurückgeht. Aber ich habe keine Ahnung, wie alt diese Abbildung ist. Vielleicht ist das Retemporal. Denke ich nicht. Ich denke auf jeden Fall, dass der Tempel älter ist. Kann ich mit einer Gesteinskunde das genaue Alter der Steine bestimmen? Also die auf ein Jahrhundert festlegen? Sicherlich dunkle Zeiten, also die sind über 1000 Jahre alt. Okay. Also die müssen sicherlich über 1000 Jahre alt sein. Sehr seltsam. Tja. Nun, die Fasara-Orakelsprüche sind 100 Jahre alt oder so. Rätsel. Naja, ihr seht auch dieses weiße und das schwarze Einhorn.
Nandos liebt solche Rätsel. Hm. Das sagt mir alles nichts. Ich glaube, die Einhörner stehen für Nandos. In der Tat. Also bis auf diese Herausforderung zum Kampf ist der Ausflug bisher ein ziemlicher Reinfall. Ihr lernt so viel, wenn ihr zuhört. Ja, damit fangen wir gar nicht erst an, Abelmir. Das endet doch nicht gut für uns alle. Ich habe fantastische Zwergengeschichte erzählt. Von Kalaman. Ja, das war ehrlich gesagt noch der Highlight der ganzen Aktion. Aber wenn Teile von Kalamans Rüstung zu den Gezeichneten gehörten, dann wirkt Pyrdakos Erbe immer noch fort, oder? Hm. Oder Pyrdakos Fluch, wenn man so will. Ich glaube nicht, denn nicht Kalamans Rüstung war verflucht, sondern der Kronreif, den er aus dem Hort von Pyrdakor gestohlen hatte. Nachdem dieser zurück zu Pyrdakor gekehrt war, war auch der Fluch hinfort. Ist er denn zurückgekehrt? Ja, er wurde zurückgegeben. Kein Wunder, dass sie ihn loswerden wollten. Aber wie kann eine Darstellung älter sein als die Gezeichneten selber? Nun, wie gesagt, vielleicht war es eine Vorhersehung. Eine, die sonst längst vergessen ist. 1000 Jahre vor dem eigentlichen Ereignis? Die Wege der Götter sind unergründlich. Glaubt ihr, dass man Kalamans Rüstung noch einmal rekonstruieren könnte? Also, ich meine, wenn alleine seine Hand wo wichtig war. Ist er denn damit begraben worden oder so? Nein, sie hat sich im Lauf der Geschichte verloren. Vielleicht ist seine Rüstung nicht wirklich seine Rüstung, sondern steht nur sinnbildlich für etwas anderes. Glaub mir, Jalan, wenn ein Zwerg eine Rüstung anfertigt, dann noch eine so zaubermächtige wie diese, eine so wundervolle wie diese, wird dies mehrfach dokumentiert. Wir sind relativ sicher, dass er eine tatsächliche Zauberrüstung besessen hat. War er denn auch ein Geode wie ihr? Nein. Wie konnte er dann eine Rüstung verzaubern? Nun, sehr fähige Schmiede bei uns. Nun, aber es ist egal, wie fähig sie sind. Das macht sie noch lange nicht zu Zauberern. Zumal sich das heiße Metall mit Zauberei sowieso nicht verträgt, wie man mir sagt. Lächle einfach nur wissen, wenn ihr meint. Letztlich ist es ja auch nur wichtig, dass diese Rüstung existiert hat. Ach. Vielleicht sollten wir weitergehen. Der arme Rafim schläft schon im Stehen ein. Oh, ja. Rafim? Ich hab nicht an der Wand gelegt, das sah nur so aus. Natürlich. Wir wollen weitergehen. Das habt ihr ganz toll erklärt, Abelmir. Das war total spannend. Warum gehen wir nicht zum Heuerstempel? Und dann kann Rafim sich persönlich vom Geweihten erzählen lassen, dass seine Anhänger keine Taschendiebe sind. Ja, also ich freue mich schon darauf, wenn dir da die Kinnlade runterfällt und du merkst, was das für ein verlotterter Haufen ist. Also ich muss Rafim, wenn irgendwelche Preiausgeweihten euch die Taschen ausgeräumt haben, ja, dann hau ich die persönlich grün und blau. Oh, Jalan prügelt sich mit den Preiausgeweihten, das wird wunderbar. Aber Jalan, haltest du dich nicht zur Ruhe gesetzt? Ja, aber sowas kann doch nun wirklich nicht stehen. Also, komm. Lauf. Sulami, du musst uns den Weg zeigen. Ich habe keine Ahnung, wie man da hinkommt. Gut, wir gehen dann über den Bazar. Achtet auf Taschendiebe. Die sind da zuhauf unterwegs. Gehen wir wieder runter? Ja, leider. Ich weiß nicht. Wir wollen uns nicht mit den Leuten in Gulabatte anlegen. Und ich dachte mir, ein Bazarbesuch wäre doch eine schöne Sache. Und naja, solange wir uns nicht in den Gassen herumtreiben, sondern die Zedernstraße entlang gehen, sollten wir auch relativ wenig Ärger haben. Und keiner bleibt zurück oder geht vor? Relativ wenig. Sudamin, eine Frage noch. Welche Farben gelten denn überhaupt hier in dieser Stadt als neutral?
Seht doch mein schönes Grün an. Verkleinern. Oh. Leider nicht sehr kleidsam. Grün, wirklich? Nun, mich hat noch niemand angeschnauzt. Ich bin nicht sicher, wofür sie euch halten, aber grün wäre dieser Trapengarde. Aber euer Helm passt nicht dazu. Was ist denn mit Lila? Bei Lila fällt mir tatsächlich spontan nichts ein. Mir aber. Ja. Oh, ja. Oh, ja, besser nicht die Sachen. Die sind bestimmt auch irgendwo hier. Was meint ihr, Yalan? Lila ist ein anderes Wort für Purpur. Und wenn ihr es nicht wisst, ist das wohl nicht so wichtig. Aber wir hatten da einige Zusammenstöße. Und ich dachte auch eher an so ein schönes Malvenviolett, aber na gut. Ich stoß mal Abel mir in die Rippen. Was ist denn das? Was meint ihr? Das ist Malvenviolett. Was dieselbe Farbe wie Malven sind. Nun, ist eine etwas helleres Violett, könnte man sagen. Jetzt wollte ich schon wissen, was Violett ist. Rafim bekommt einen sehr uninteressanten Vortrag von Abelmir über Farblehre und so steht ihr dann nach kurzer Zeit auf dem Bazar. Seltsame Gerüche, exotische Gerüche schlagen euch hier entgegen. Gewürze, Rauch aus zahlreichen Feuerstellen, in Kräuterfett gebratenes Fleisch, der Dampf von verbranntem Harz und der Duft von Blütenöl. All das vermischt sich teils zu einem beißenden Geruch der Menschen und der Tiere um euch herum. Händler schreien einander nieder, um die Waren feilzubieten. Das Gegacker von Federvieh mischt sich mit dem Gebrüll von Rindern. Überall lachen, reden und rufen Menschen jeder Altersklasse. Gerade als würden sie dafür bezahlt werden oder in einem Wettbewerb austragen, wer am lautesten sein kann. Unter farbigen Stoffbaldachinen werden köstliche Kuchen neben Nüssen und Datteln feilgeboten, glitzernde Schmuckstände und schimmernde Stoffe, verlockende Weine und riesige Säcke mit bunten Gewürzen suchen neue Besitzer. Hier und da finden sich auch Nachbildungen der Sphinx und Pergamente mit Kopien oder heilige Bilder. Ich suche nach Malven. Ein Händler würde dich kurz ansprechen und würde dich gerne auf einen Tee reinbitten. Er und einige seiner Cousins haben Malven bei sich im Stand. Ich blicke auf die anderen an. Haben wir die Zeit oder wolltet ihr weiter? Ach, nehmt euch ruhig die Zeit. Ihr seid im Urlaub. Wir warten auf euch. So, damit wir mal Menschen. Nicht, weil ich wirklich irgendwas brauche, sondern einfach nur, weil diese alle Menschen kennen das Probewürfeln. Für alle erschwert um mindestens 7 Zulamin nicht. Ja. Ich wahrscheinlich nein. Mehr, oder? Du mehr, ja. Gut, du findest Schwarze Lande, zählt das? Nee, Schwarze Lande zählt nicht. Zulamin, du bist dir sicher, dass er nicht weiß, was Malvenfarben ist. Er wusste nicht mal, er hat es auch falsch ausgesprochen, er hat sicherlich keinen Malven. Yalan wird vielleicht nicht abgestochen, aber sicherlich der Geldbeutel wird weg sein. Yalan? Zulamin hat noch so einen Blick auf den Händler geworfen. Malven sind hier nicht einheimisch. Ich glaube nicht, dass er weiß, wovon ihr redet. Aber ich glaube, auf euren Geldbeutel hat er es trotzdem abgesehen. Ich habe die besten Malven der Stadt, mein Herr. Nun, ich meine, dann kommt doch mit und dann könnt ihr ja sehen, ob er mir Blödsinn verkauft. Das war nicht, was ich meinte. Komm, Yalan, wir sollten weitergehen. Wir finden etwas anderes für euch. Mein Herr, ich habe eine leckere Teestube. Kommt, setzt euch, Gewürze, Tabak, Schmuck. Ich werf dem Mann noch einen etwas entschuldigenden Blick zu und gehe dann hinter Zulamin her, denn ich möchte natürlich die anderen, also nicht mich von den anderen trennen lassen. Kuchen, Effendi, wollt ihr etwas Kuchen haben? Ich habe den besten Kuchen der Stadt. Und ich habe Kinder. 10 Kinder. 3 Frauen. Ja, ich muss hier irgendwie ernähren. Ein anderes Mal. Ja, ich bin ein anderes Mal. Ich muss nur kurz hier. Dann drücke ich mich hoffentlich in die Menge rein und bin weg. Ich bin so arm. Wollen Sie doch Kuchen essen? Zulamin, glaubt ihr wirklich, der wollte mich ausrauben? Ja. Ja, ich denke wir sind schon. Ich denke nicht, dass er euch ans Leben wollte. Ich denke nicht, dass er euch K.O. geschlagen hätte oder so. Aber ja, es kann schon sein, dass euer Beutel hinterher weg gewesen wäre. Das ist der helllichte Tag. Wir sind mitten auf dem Marktplatz. Wer tut sowas? Naja, der Typ, der da hinten links in der Ecke stand. Von dem kleinen Lädchen. Wirklich.
Ja, es funktioniert so, wenn ihr hier eine Weile seid oder Geschäfte auf dem Bazar machen wollt, dann erwerbt ihr eine Lizenz und dann seid ihr speziell gekennzeichnet und man weiß, dass ihr unter dem Schutz des Marktrichters steht und dann lassen sie die Finger von euch. Aber sonst seid nur als Kunde hier und er hätte euch sicher auch etwas verkauft, aber da er nichts hatte, was ihr wolltet, naja. Also ich fand den Menschen eigentlich ganz sympathisch. Du findest jeden sympathisch, Boltax. Ja. Was dich wiederum sympathisch macht, aber dich auch wirklich in Schwierigkeiten bringen könnte. Na gut, warum kaufen wir nicht einfach nichts mehr ein? Hm? Ich meine, ich habe die Teller für zu Hause ja schon und... Nun gut. Helllichter Tag. Und während ihr nur 10 Schritt weiter geht, könnt ihr neben euch, neben vielen, vielen Händlern auch erkennen, wie eine Person auf einer Kiste steht. Propheten habt ihr schon viele gesehen, aber diese Person in Schwarz und Rot ist kein Chorgeweihter. Lasst mich euch erzählen von der heiligen Kirche unseres Herrn Borberat und seiner schwarzen Mutter. Lasst mich euch erzählen. Auf ihn kommt, den packen wir uns. So. Oh. Ohne auf Raffin zu warten, wird ja schon voranschreiten auf den Typen. Also ich durch die, ich weiß nicht, wie viele Leute hier sind, ich vermute ich irgendwie durch die Menge wühlen. Was ja, also du siehst doch, er hat so einen kleinen Pulk von ungefähr 15 Leute, die drumherum stehen. Frauen, Kinder, Alte, Junge, die nicken und plötzlich, ja, er weiß selber nicht genau, was passiert ist. Er ist plötzlich still, macht seinen Mund weiter auf und nach kurzer Zeit fängt er wieder an. Was? Wo ist meine Stimme? Und dann kann er am Bein gepackt werden und wird von der Holzkiste runtergezogen. Ja, wir rufen noch irgendwie Ketzerei und packen ihn uns.